von den Getränken und natürlich mit dem absoluten genialen Team, mit der Karin, der Nadja, dem Hinek, Alex, am René, am Wolfgang und auch... Buonasera, siamo al posto giusto qua. Non mi sono perso da qualche parte. Boh. Foyer international. C'est juste là? On est juste? Alors, je suis à Berne. Aber nicht auf Anglisch. Deutsch. Und Deutsch ist die Metapher, wo wir da schnell mit Wortspielen kreuz und quer durch verschiedene Ansichten. Zuerst mal, hallo miteinander. Hallo. Hallo. Sehr verehrte Damen und Herren. Seid ihr noch lebendig? Oder haben Sie mich eigentlich schon umprogrammiert? Was ist die Realität? Ich weiß es nicht, aber ich spiele mit Metaphern und auf Hochdeutsch im Sinne des Rest-Selbst-Bildes. Wie schon gesagt wurde heute Abend, elektromagnetische Impulse interpretiert von deinem Verstand in deiner neurointeraktiven Simulation, deiner bewussten Selbsterkenntnis in einer Welt voller Welten. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Kino als einzigen Zuschauer eines Films, dessen Drehbuch Sie geschrieben und den Sie produziert haben, in dem Sie Regie führen sowie auch der Star sind. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie nach einer Weile so in dem Film in die Rolle, die Sie spielen, vertieft sind, dass Sie vergessen haben, wer Sie sind und begonnen haben, sich mit der Rolle zu identifizieren, die Sie im Film spielen. Schließlich könnten Sie so in Gedanken, Gefühlen und Empfindungen versunken sein, welche die Ereignisse und Charakteristiken im Film auslösen, dass der Film für Sie wirklich werden könnte, wirklicher als die wirkliche Welt. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie vollständig in Ihrer Rolle und den Ereignissen im Film verhaftet sind. Verhaftet sind, wenn die Rollenfigur, die Sie spielen, euch bedroht, so würden Sie mit Angst reagieren. Wenn Ihre Rollenfigur gerettet würde, wären Sie erleichtert. Wenn Sie verlieren würden, was Sie geliebt haben, wären Sie verzweifelt. Und wenn Sie es wieder gewinnen würden, natürlich in voller Hochstimmung. Nach einiger Zeit würde schon die Idee, aus dieser Illusion auszubrechen, als Akt der Selbstvernichtung abgelehnt werden. Also würden Sie nichts tun. Sie würden weiter mit dem Ereignis auf der Leinwand verhaftet bleiben, eben verhaftet bleiben und in einer Illusion leben, die ihren Überzeugungen nach real ist. Selbst wenn sie gelegentlich daran zweifeln hätten, würden sie Beweisen der individuellen Verstandes und der Ego und ihre Bindung an die anderen Schauspieler bezeugen, dass der Traum, hey, der ist ja real, in seiner gesponnenen Architektur. Genau das ist der Seinzustand, in dem wir Menschen uns befinden. Menschliche Wesen identifizieren sich so stark mit der Rolle, die sie spielen, und mit den Empfindungen und Gedanken, die diese mit sich bringt, dass sie vergessen haben, dekadent und dement, dass der Film ihres Geistes im Kopfkino, den sie durch ihre Sinne und Wahrnehmungen erfahren,
und durch den individuellen Verstand und das Ego verarbeiten, unwirklich ist. Sie haben vergessen, dass sie nicht nur die Schöpfer des Films sind, sondern auch sämtliche Rollen spielen, einschließlich der Rolle, die sie auf der Leinwand gespielt haben. Nun, stellen Sie sich vor, dass Sie sich, nachdem Sie sich mit der Rolle im Film identifiziert haben, wieder daran erinnern, dass der Film nicht real ist und Sie beschließen, sich nicht mehr mit Ihrer Rolle und den Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, welche die Rolle gestützt haben, zu identifizieren. Sobald Sie von der Wirkung dem Film zurückziehen und zur Ursache dem Selbst zurückkehren, würden Ihnen wieder entfallen, wer und was Sie wirklich sind. Sie würden sich wieder daran erinnern, dass Sie tatsächlich den Produzent, den Regisseur und alles andere, inklusive Gott, das zu diesem Film geworden ist, sind, ebenso wie das Selbst, aus dem all diese hervorgekommen ist. Sobald Sie sich von der Illusion der scheinbaren Wirklichkeit befreit haben, würden Sie sich von den Wirkungen des karmischen Anhaftens und des Schmerzens und Leidens, das dieses verursacht hat, solange Sie sich fälschlicherweise mit der Filmrolle identifizieren, befreien. Also ist die Schärfe der Klinge die Sinnlichkeit des Verstandes, multidimensional, multimedial und multiuniversal, architektonisiert mit über 52 Wahrnehmungen aus den astralen Traumprojektionen, die die Realität eigentlich gewähren. Eure Träume gewähren eure Realität. Gott ist tot, jetzt kommen wir, vollumfänglich und ursächlich, die Schöpfer unserer eigenen freigeistigen Traumarchitektur. Dazu sage ich an alle Herren und an ihre neuen Geschöpfe, wenn meine Poesie im Sinne von Traumarchitektur auf irgendetwas abzielt, dann darauf, die Menschen aus den Zwängen zu befreien, innerhalb derer sie beschränkt sehen, fühlen und wahrnehmen. Denn die Regel Nummer 1 in der Magie ist: Nichts lässt sich erzwingen, da nichts so ist, wie es scheint. Letzte Runde von Big Mix. Danke für mal live hier in Fuego, Cosmo Gambi, Astra Begleit. Von Stefano, Applaus und von Anything. Danke. So was. Haben wir das 40. Pixmix-Jubiläum. Kommt wieder, meldet euch an, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich tue euch jetzt schon nicht mehr länger nötigen, von wegen, ihr müsst mitmachen, aber eben, wie ihr wisst, die Show hier kann wirklich nicht stattfinden, ohne dass ihr das Programm liefert. Kommt wieder und tschüss. Tschüss. Also mir bleibt jetzt noch übrig zu verdanken, nämlich, dass wir überhaupt hier... C'ho ancora i suoi ultimi CD prima che sia morto. Ma cos'erano le circostanze? Dicono che hanno messo MDMA nella Coca-Cola. Dicono. Sì. Quello è... Perché c'era un periodo, quei tempi, che c'erano dei club che,
che erano nati nell'underground, che facevano quel tipo di musica che faceva lui, no? Mm. Che usavano già, quando venne la Coca-Cola era già incluso, no? Mm-hmm. Però non lo sapeva nessuno, no? E poi ha dovuto andare a presentarsi in un club, ha avuto qualcosa lì, poi doveva andare a Friburgo, sulla strada autostrada. Non so se è vero che gli è andato a finire anche una volpe sotto la ruota che gli ha bloccato lo sterzo. È rimasto morto sul colpo. Comunque la cassa da morto era sigillata dalla polizia cantonale. Cioè vuol dire che ora hanno portato, come sono i siciliani, portano tutti i siciliani. Ogni siciliano muore nel mondo lo portano in Sicilia, c'è il culto tradizionale che viene portato in Sicilia, non viene lasciato dove viene. È duro perché anch'io, sai, ho avuto anche incidenti e roba, e poi sai che morti in cerchio, poi il vocale non è mica pulita e non riesce, sono tante cose. Allora, col tempo, quando ti etablisci un po', che sai che hai i tuoi buoni contatti, cose abbastanza pulite, preferisco andare a farmi in un bel castello un matrimonio, che incomincio al 2 di pomeriggio, faccio fino alla musica al mattino alle 6, no? Però almeno guadagno di più che nel club e sono in un posto più etico, diciamo, no? Sei bello. Allora. Però è chiaro, bisogna farsi conoscere dove si può. Ehi! No, questo qua è proprio, ci stanno osservando tramite satellite, è l'Intelligent Secret Service, lui è falso, sai, lui è falso. Falso, sì, lui è undercover. Sì, undercover. Attenzione, attenzione. Porca miseria. È una bella camera comunque. Canzone di Giovanotti. Giusto? Attenzione. Sì, sì. C'è belle canzoni. È bravo lui. E l'ho conosciuto bene nel lontano 91-92. Per Vasco anche ho lavorato, per Litfiba anche. Ecco, i tempi quando erano nuovi, che non si conoscevano ancora, inizio anni 80 e così, alla Radio Extra Bay che lavoravo avevo bisogno di qualcuno che faceva le traduzioni simultanee, sì. Allora mi portavano sempre dietro. Mi hanno rubato un sacco di cose, ho perso tante cose, ma fa niente. Tanto non è che devo stare lì a dar delle prove a qualcuno. Chi se ne frega? Sì, no. Giusto.